Buongiorno, John Porno, oder vielmehr Bonjour, mon amour. Ich sage Coucou de Kourou. Ich spreche ein bisschen Französisch, weil ich bin in Französisch-Guyana. Und das Einzige, was man aus Französisch-Guyana vielleicht kennt, das steht auch schon hier hinter mir. Eine Ariane 5 Trägerrakete. Und vor zwei Tagen erst haben wir, wobei wir, mein Anteil hält sich in Grenzen, muss ich ehrlich sagen, aber haben wir in den Orbit geschossen, zwei Satelliten mit dieser Rakete. Und das, was hier hinter mir steht, ist nur ein Modell. Das sieht der Fachmann sofort mit dem geschulten Auge, denn man weiß natürlich, eine solche Rakete, ja, 780 Tonnen schwer, 50 Meter hoch, die kann man nicht mal so eben vom Parkplatz aus abfeuern. Ja, da bräuchte man, das wissen wir alle, liebe Kinder, und eine ordentlich große Flasche, um die reinzustecken. Ja, oder am besten Kasten Bier, einen leeren Kasten Bier, einen großen leeren Kasten Bier. Ja, und dann schnell wegrennen, 10 Kilometer, sonst bekommt man heiße Ohren. Ja, und ja, wie gesagt, haben wir hochgeschossen, war eine geile Show, aber wie das so ist mit Feuerwerk, 10, 20 Sekunden macht einmal ordentlich Kavum und dann sind ein paar hundert Millionen weg. Ja, aber trotzdem war eine schöne Geschichte, auf jeden Fall. Ja. Ariane Spass ist quasi so die Spedition, die den ganzen Krempel ins All schießt. Also die machen aber nur Satelliten. Ja, ich habe gefragt, ob man nicht vielleicht auch irgendwas anderes hochschießen könnte. Weiß nicht, was durch den Sinn kommt, vielleicht Schwiegermutter, ja, oder Kinder, Ex-Frau, sowas in die Richtung. Machen sie nicht, machen sie nicht. Ja, nicht mal ein Hund. Nicht mal einen toten Hund würden sie dir ins All schießen. Ja? Oder auch so Geraffel, das man vielleicht hat, irgendwie noch. Ne? So einen alten Flipperautomaten, der nur auf dem Dachboden rumsteht oder so. Oder so ein Monsterfernseher, wo ihr nicht wisst, wohin mit. Ne? Geht nicht, kann man nicht mit hochschießen. No, 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 sagt der Franzose. Ja? Hier wird Französisch gesprochen. Französisch-Guyana ist integraler Bestandteil Frankreichs, wie der Franzose behauptet. Und deshalb ist das Ganze auch EU. Ja? Die Außengrenze demzufolge eine EU-Außengrenze. Ja, wer hätte das gedacht? Und hier wird mit dem Euro bezahlt, Französisch gesprochen und allerlei weitere Merkwürdigkeiten und Verrücktheiten. Mit dem Euro wird bezahlt und das nicht zu knapp. Ich habe dann auch vor ein paar Tagen hier an der Grenze zum ersten Mal seit Jahren wieder Euroscheine in der Hand gehabt. Die sehen ja ganz anders aus als früher. Irgendwie sind die nicht viel kleiner geworden jetzt. Also weniger wert geworden sind sie auf jeden Fall. Ja? Aber ich meine, die werden auch kleiner geworden. Außerdem hat der Drachi drauf und geschrieben, der alte Taschenhieb. Ne? Und ja, so war das. Jetzt habe ich zum ersten Mal wieder Euro in der Hand, aber die behält man hier nicht lange in der Hand, weil die sind gleich wieder weg. Ja, Franzose hat nämlich keinen allzu großen Bock drauf hier mit den Nachbarn. Ich meine, Brasilien ist ja nur die größte Volkswirtschaft auf dem Kontinent. Ne? Was soll man mit dem Handel treiben? Ja, stattdessen wird alles, aber wirklich alles, vom Mineralwasser über den Schinken bis zum Croissant aus dem französischen Mutterland importiert. Und dementsprechend kostet der ganze Kram natürlich. Ja. Kostet überhaupt hier für den französischen Staat Unmengen Geld. Ja. Ich sage nur Sozialhilfe und so. Ne. Also Jobs fallen hier nicht gerade vom Himmel. Sie gehen vielmehr in den Himmel. Na, also es ist also ein bisschen schwierig hier. Ne. Auch Franzose zahlt er ordentlich drauf. Und, aber bitte, wie gesagt, will nicht handeln. Ne. Und ja, wirtschaftlichen Kenndaten zu Französisch-Guyana. Big Mac Menü 6,90. Liter Benzin 1,69 Euro, liebe Freunde, Euro. Ja. Und das ist natürlich bitter irgendwie, ne? Also, da habe ich ganz schöne Augen gemacht. Ne? Ja, ansonsten, warum fährt man noch auf Französisch-Guyana Riesenschildkröten? Ja, wenn wir es gerade hier von Riesengeräten haben, die sind auch riesig. Die sind 700 Kilo schwer, über 2,5 Meter Durchmesser und die legen ihre Eier hier am Strand ab. Ja, ich habe da mal zugucken, wenn die das so im Mondlicht machen und den ganzen Strand so umbaggern, umschichten, da kriegst du schon fast wieder Angst. Ja? Das sind Mordsgeräte. Ja? Und es ist echt ein Schauspiel, ist echt ein Schauspiel. Aber sie sterben halt aus, ja? Sie sterben halt aus. Und aber ganz ehrlich, würde ich vielleicht auch machen, weil wenn einen da dann so, ja, du willst ja deine Eier ablegen und dann stehen da irgendwie so 20, 30 Touris rum, ja? Mit dem Handy in der Hand so. Also ich weiß nicht, also ich hätte da auch keinen Bock jetzt Eier abzulegen, wenn da irgendwie 20, 30 Riesenschildkröten mit den Handys in der Hand um mich rumstehen würden. Ne? Aber naja, die sterben leider aus. Aber ansonsten ist ein Schauspiel. Solange man es noch sehen kann, kommt ihr her. Guckt euch Riesenschildkröten, Riesenraketen an und Riesenpreise, wie schon gesagt. Die kann man sich auch anschauen. Ja, ja, ansonsten Freundlichkeit beschränkt sich auch so auf das durch EU-Richtlinien vorgeschriebene Maß, habe ich den Eindruck. Hält sich in engen Grenzen. Ne? Bin doch schon mal dumm angemacht worden, so nach dem Motto, dieses Dorf ist nicht für Weiße und so. Ja, ich dachte eigentlich, Zeiten wären vorbei. Ne? Aber naja, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, was ich mal sage. Ja. So, jetzt werde ich von hier wahrscheinlich Kourou, diesen ungastlichen, relativ ungastlichen Ort verlassen und dahin fahren, wo der Pfeffer wächst und vielleicht auch der Porsche herkommt, nach Cayenne.
Cayenne ist die Departement-Hauptstadt von Französisch-Guyana. Und da werde ich ein bisschen rumhängen, warte noch ein kleines Päckchen aus der Heimat, bevor es dann irgendwann weitergeht nach Brasilien. Und bis dahin sage ich à bientôt aus Französisch-Guyana und natürlich hier, Küsschen, Küsschen, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschö.